Hallo, ich war noch mal ganz schnell beim Kick. Wollte eigentlich nur zeig euch das mal, diese Boxen hier holen. Die kosten 1,99, bei Teddy kosten die 2 €, also eigentlich das gleiche. Und zum Glück hatte Kick die. Und da habe ich 3 mitgenommen. Einen habe ich schon aufgebaut, da habe ich die Versandtaschen drinne. Genau, meine Fingernägel muss ich auch noch machen. So, und dann, ich habe die ganze Zeit nach Stabkerzen gesucht in Gold. Ich habe bei Kick, bei Action mal welche gesehen, aber dann gab es sie irgendwie nicht mehr. Und woanders gibt es goldene auch nicht. Also bei Rossmann habe ich sie, glaube ich, mal gesehen, aber ich weiß auch nicht, warum ich die nicht mitgenommen habe. Keine Ahnung. Und jetzt sind die bei Kick. Ja, man hat alles vor der Haustür, aber man fährt immer weiter weg, weil man denkt, ach, sowas hat man sowieso nicht bei sich. Ja, und dann hat man sowas doch. Also goldene Kerzen, da sind 4 Stück drinne, 4 Stück brauche ich, waren runtergesetzt auf 1 €. Die haben vorher 1,59 gekostet. Oder 1,79, was steht hier? 1,79. Okay. Ja. Dann durfte ich hier einmal Handschuhe mit für 1 € für den Kleinen. Die reichen, weil die verschwinden sowieso nach einer Zeit. Dann kommen die 10. Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe hier noch. Moment mal, ich muss mal gucken. Irgendwie hakt das hier so. Mal gucken, wie ich euch das zeigen kann. So ein Pulli hier mitgenommen. In Größe 44. Der war runtergesetzt auf 6 €. Ja, der ist ganz kuschelig. Und dann hier noch so eine Jacke. Moment mal. So. Die hat hier so eine Fransen vorne. Also hier sind die Ärmel. Und so sieht die aus. Ich finde die ganz schick. Auch total kuschelig. Die war auch runtergesetzt von 16 auf 10 €. Durfte das auch noch mit. Genau. Winter haben wir ja nicht und der kommt auch irgendwie nicht. Also laut Wetterbericht kriegen wir keinen Schnee und gar nichts. Also hier im Norden. Ja, so, und dann kommen die 10-Cent-Schnäppchen. Da habe ich einmal dieses Auto. Das hat 10 Cent jetzt gekostet. Kann man so zusammenpuzzeln. Für den Kleinen ist das noch okay. Dann hatte ich hier noch was für den Kleinen oder für die Kinder. So ein Buch. Die Schöne und das Biest war auch auf 10 Cent runtergesetzt. Hat mal 59 Cent gekostet. Ja. Die gibt es wohl noch. Aber da gab es jetzt nur noch das. Genau. So, dann habe ich noch Trecker gekauft, so ein Dreier-Set. Die haben 5 € gekostet, haben die Kinder aber schon mit ins Zimmer genommen. Und dann gab es ganz viele Samen. Und zwar hier Margeriten und Ringelblumen, brennende Liebe. Also alles 10 Cent. Das sind eigentlich solche Postkartendinger hier. Die haben 1,50 vorher gekostet. Noch mehr Ringelblumen und Margeriten. Und dann habe ich hier noch Sonnenblumen. Als wenn ich nicht genug Sonnenblumensamen habe. Dann gab es hier noch Kornblumen. Die finde ich auch schön. Noch mehr Sonnenblumen. Und ich glaube, das wiederholt sich jetzt alles. Also ich habe alle mitgenommen, die da waren. Damit ich dieses Jahr keine Blumen kaufen muss, sondern ja, Ringelblumen, Margeriten, dass ich die einfach in die Kästen sehe und dann habe ich Blumen. Also ich bin der Meinung, es ist immer Folgejahr, dass die Blumen kommen. Aber ich weiß ja nicht, wie es hier mit denen ist. Also Sonnenblumen, die kommen sofort, das weiß ich. Dann denke ich mal, ist das bei denen hier auch so. Ja, die kommen dann in die Blumenkästen rein.
im April schon. Und dann haben wir den Sommer über schöne Blümchen im Balkonkasten. Ja. Oder in Töpfen, wie auch immer. Genau. So, für den Einkauf habe ich 32 € bezahlt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss.